Fußball spielen und kochen. Geht nicht? Geht doch. Das zeigt der Verein der deutschen Fußballköche bereits seit 25 Jahren. Anlässlich ihres Jubiläums durften gestern mehrere Spitzenköche, Hoteliers oder Gastronomen ihr Können als Fußballer zeigen. Aus Deutschland, wie auch aus Österreich oder der Schweiz. Und hatten sichtlich Spaß. Wir kochen alle gern, wir sind alle Gastronomen. Und irgendwo haben wir mal Kontakt mit irgendeinem Verein gehabt und haben mal Fußball gespielt und nutzen die Gelegenheit, das Kulinarische und den Spaßfaktor hier zu verbinden auf diesen Veranstaltungen. Wein und Speisen, das verbindet natürlich immer. Man kommt immer in Gespräche und wenn man dann noch ein bisschen Fußball spielen kann hier, ist das natürlich eine super tolle Sache. Zumal das Turnier einem guten Zweck diente. Denn sowohl dort als auch beim späteren gemeinsamen Dinner im Königssaal des Heidelberger Schlosses wurden Spenden gesammelt. Der Erlös von insgesamt 20.000 Euro kommt zum einen dem Heidelberger Kindertumorzentrum zugute, zum anderen den vom Hochwasser betroffenen Fußballvereinen im rheinland-pfälzischen Ahrtal. Denn deren Fußballplätze sind durch das Hochwasser im Juli komplett zerstört worden. Umso schöner, dass die Spielgemeinschaft Ahrtal auch selbst beim Turnier als Gästemannschaft gegen den Ball treten durfte. Es ist wirklich eine schöne Aktion und dass man hier mal in so einem schicken Stadion selber auch auflaufen darf, ist halt als Kreisliga-Kicker halt nicht so möglich, aber eine schöne Sache. Und unter der Moderation von Kommentatorlegende Bela Reti sowie den wachsamen Augen der beiden 90er-Weltmeister Andreas Brehme und Guido Buchwald zeigten die Teams, was sie drauf hatten. Brehme ist schon seit vielen Jahren bei den Veranstaltungen der Fußballköche mit dabei und fällt entsprechend ein ehrliches Urteil. Die spielen schon guten Fußball, sie haben halt einen anderen Job. Das wäre genauso, wenn ich kochen müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch schlecht aussehen. Können Sie kochen? Ja, aber kochen ist übertrieben. Ich grill gerne Fleisch. Die Gemeinsamkeiten zwischen Fußball und Kochen sind im ersten Moment überschaubar. Aber in beiden Sparten steht ein Punkt über allem. Teamwork. In der Küche gibt es nichts Wichtigeres wie die Teamarbeit. Genauso auf dem Spielfeld. Also das größte Problem hier bei den Veranstaltungen ist, dass wir uns einmal im Jahr treffen und dementsprechend gar nicht so eingespielt sind. Aber die Küchenteams, die müssen eingespielt sein, ansonsten hat man keine Chance. Auf Chancengleichheit kam es am gestrigen Nachmittag nicht an. Am Ende waren nämlich alle Gewinner.